Kaspar König. Sein Gespür für moderne Kunst hat ihn zu einem der einflussreichsten Ausstellungsmacher weltweit gemacht. In seinem Berliner Büro schreibt er Postkarten und plant viel diskutierte Ausstellungen. Künstlerfreundschaften werden gepflegt, mittels Stift, Schere und Papier. Alles analog. Wer mit König auf Reisen geht, bekommt einen ungewöhnlichen Einblick in die Welt der Kunst. Diesmal bleibt er in Berlin. Ein erster Stopp, der Hamburger Bahnhof. Kaspar König liebt es immer noch und immer wieder, in Museen zu gehen. Eine Mitarbeiterin des Museums zeigt König die Ausstellung Wallworks. Hier ist auch eine frühe Videoarbeit der Künstlerin Monica Bonvicini zu sehen, die er gleich besuchen wird. Aber das haut sie selber weg, oder? Auf jeden Fall ist eine richtige, solide Wand. 1800 oder so. Also eine Hausfrau würde nicht so argumentieren. Ein Künstler kann so argumentieren. Auf dem Weg zu Monica Bonvicinis Atelier. König interessiert es, womit sich die Künstler, die er schätzt, gerade beschäftigen. Und wo kann man das besser herausfinden als an ihrem Arbeitsplatz? Früher habe ich ganz viele Atelierbesuche gemacht. Das ist eigentlich bei mir jetzt nur noch die Ausnahme. Ein Atelierbesuch kann ja auch verpflichtend sein und auch irgendwie ist es schon großer Vertrauensbeweis auch. Okay, okay. Die Uferhallen im Berliner Stadtteil Wedding, dem legendären alten Arbeiterbezirk. Früher war hier ein Straßenbahndepot. Sehr schöne Architektur, haben Sie gesehen? Das ist doch großartig hier, dieser Heizraum, dieser Kubus. König findet immer seinen Weg, auch wenn er, wie hier, Monica Bonvicinis neues Atelier zum ersten Mal besucht. Frau Bonvicini. Sehr gut. Bonvicinis Werke werden weltweit ausgestellt. In Venedig geboren, ging sie Mitte der 80er Jahre nach Berlin, studierte an der Hochschule für bildende Künste. Raum und Architektur sind ihre zentralen Themen. 2011 lud König sie ein, eine große Arbeit im Museum Ludwig zu realisieren. Ich hatte diesen Raum gesehen in einem Buch, die 100 besten Künstler oder sowas, auf einer Doppelseite. Und wollte unbedingt ohnehin
dass es auch eine ganze Anzahl von Künstlerinnen in der Ausstellung gibt, und zwar aktuelle. Aber dann kam noch mal diese Analyse von Architektur als sehr männerdominante Geschichte, die ihr Thema war in diesem Raum. Die Arbeit besteht aus einem aus Rigipsplatten hergestellten Raum in einem Saal, um den man herumgehen kann. In diesem weiß gestrichenen Raum gibt es Cartoons von ihr in Beziehung zu Aussprüchen von berühmten Architekten, alle frauenfeindlich, extrem. Und dann hat sie diesen Raum partiell zerstört. Und das Ganze ist eine sehr theatralisch-künstliche Situation für die Besucher geschaffen. Wo haben Sie den denn zum ersten Mal gemacht? Ich habe das in Wien gemacht, das erste Mal in einer Galerie. Ja, wir haben den Raum gebaut und ich habe die Zeichnungen drauf projiziert und gezeichnet. Und dann habe ich die Galeristinnen damals gefragt, na, der Schlüssel der Galerie für einen Abend oder so, weil ich irgendwie, also der Rahmenmaterial und die ganze Zeichnung, die waren schon da fest und so, aber ich war irgendwie noch nicht ganz zufrieden und dann bin ich da eine ganze Nacht alleine geblieben in der Galerie. Es war total schön, weil ich war da alleine und so, und dann bin ich in diesen Raum gegangen, ich habe angefangen, das kaputt zu hammern und so. Morgens haben mich die Galeristen angerufen, total so außer sich, weil sie dachte, jemand wäre herangekommen in die Galerie und hätte die Arbeit kaputt gemacht, ja. Weil ich das ihnen nicht gesagt hatte. Irgendein Thema hat mir auch damals um die Zeit, 99, 2000 etwas gesagt, dass sie gesagt hat, nur Megotti Bonvicini, wenn sie sie ausstellen, macht alles kaputt. Wer hat das gesagt? Ich habe gehört, dass sie das gesagt haben. Mhm. Aber das ist eigentlich nie meine Intention gemacht und ich habe eigentlich auch nie einfach nur so Räume kaputt gemacht oder beziehungsweise das Kaputtmachen inszeniert. So, ne? Daran bin ich jetzt nicht interessiert. Na gut, aber kaputt machen, jede Art von etwas Neues machen, heißt ja auch ja, kaputt eben. Machen. Ja, ja. Aber es gibt natürlich sozusagen eine Version, dieses Radical Chic, dieses Punk quasi als Attitüde nach außen. Und das ist ja immer, gerade bei der Bildhauerei, ist es ja immer ein absolut schmaler Grat, auf dem man wandelt. This is my favorite. Ja? Aber vielleicht auch, weil ich aufgegeben habe zu rauchen. Ja, wahrscheinlich. Hier, schön wär's. Schön wär's. Ja, try that. Hier, das ist hervorragend. Ich kann nur bestätigen, dass es leider nicht so ist. Aber das ist Aluminium, oder? Ja, ich habe zwei aus Aluminium gemacht. Die eine ist irgendwo in einer Ausstellung. Ist es? Das ist echt. Ja. Das ist richtig echt. Das ist auch schwer. Total schwer. Ich meine, jetzt hängen sie da, weil ich wusste nicht, wohin damit. Und ich will die aber sehen, weil ich eben was vorhabe, was ich noch nicht ganz genau weiß. Nein, ist auch schön, weil diese Diagonale ist gut nach oben. Ja. Wie lange sind Sie denn schon hier in dem Atelier? Keine Ahnung. Also lange? Vier, fünf Jahre, drei, vier. Ja. Mein Vater damals wollte nach dem Gymnasium, da habe ich gesagt, okay, entweder studiere ich Politikwissenschaft oder Kunst. Und ich habe ein Jahr freigenommen, damit ich mir da entscheide und so. Und dann dachte ich mir, mach Kunst. Und mein Vater und meine Eltern eigentlich wollten, dass ich in Venedig studiere. Und ich war auch da bei Vedova und der war natürlich total, was heißt natürlich, aber ich war total froh, der war begeistert von meinen damals sehr entsetzlichen Zeichnungen. Und dann eben dachte ich mir, was mache ich in Venedig, ne, wo alles so wahnsinnig schön ist. Und Berlin war genau das Gegenteil. Alles war sehr kaputt. Und ich habe gedacht, ich habe noch nie so eine hässliche Stadt gesehen und das hat mir total fasziniert, irgendwie so richtig war beschäftigt oder so. Option? Als ich hier war, als ich ja Kunst studiert habe in Berlin, da war ja die Architekturabteilung oben von der UdK und da habe ich mal kurz überlegt, das auch zu studieren, aber dann habe ich das nicht gemacht.
ist ein Licht, was nicht abstrahlt, sondern als würde es dort sich selber produzieren, oder? Naja, es ist einfach sehr blendend, muss ich mal so. Und man braucht man da besonders viel Strom, oder wie ist das? Ja. Starkstrom? Ja. Das habe ich in Chicago gemacht, für den Art Institute. Und das war die erste Aufstellung, die sie gemacht haben, diese Modern Wing. Da haben sie Piantes gebaut. Und er hat die ganze Zeit gesprochen von, dass sie so ein Lichtpalast wäre, diese neue Modern Wing und so weiter. Und tatsächlich gibt es unglaublich viele Fenster. Das aber ein bisschen blöd ist, weil Kunst braucht ja nicht so viel Licht. Ne? Deswegen waren die ganzen Fenster immer zu. Und diese Arbeit gibt so viel Licht ab, wie alle Lichter in den Modern Wing von Renzo Piano gebaut waren. Die Art, wie man ausstellt oder eingeladen wird und so weiter, hat sich auch sehr, sehr viel verändert. Also ich hatte vor Jahren einen sehr guten Kurator, finde ich, der ein guter Freund von mir ist. Vielleicht hat er das als Witz gesagt, aber vielleicht auch nicht. Er meinte, der lädt gerne Künstler ein zu Ausstellungen über Kataloge. Der geht nicht gerne ins Studio, der will das im Katalog sehen und dann sucht er sich die Arbeit aus sozusagen. Und das fand ich damals wahnsinnig. Eigentlich sind totale, also ich war empört, dass ich das gehört habe. Andererseits kann ich das sehr gut verstehen, weil jetzt heutzutage, also eben diese Menge an Kuratoren, die müssen sich auch behaupten, ne? Und die behaupten sich eher so in der akademischen Feld, glaube ich, im Vergleich vielleicht so davor. Und die müssen ihre These darstellen und die These wird eben durch Kunstwerke dargestellt, natürlich so. Also ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Doof-Ausstellungen, weil die Leute denken, das ist so, warum denn nicht, machen wir mal eine Ausstellung. Also eine Ausstellung ist eine ernsthafte Angelegenheit, dass man etwas glaubt, man muss das publizieren, bekannt machen, veröffentlichen und muss dann dementsprechend die richtige Form finden. Egal, ob das zwei Leute sehen oder 2000 oder 200.000, es muss sozusagen auch eine Ökonomie der Mittel drin sein. Es kann sehr luxuriös sein, aber es muss entschieden sein. Es muss natürlich auch wahrgenommen werden. Taucht das was oder taucht es nichts? Ich oder meine Generation, keine Ahnung, wir haben irgendwie einfach gearbeitet und kaum ausgestellt. Ich habe irgendwie, als ich fertig war mit dem Studium, naja, ein paar Ausstellungen schon relativ schnell für damals, aber jetzt ist es viel, viel, viel schneller. Das ist zum Beispiel eine harte Situation für Leute, die recht behütet, sagen wir, studieren, interessante andere Studenten haben, gute intellektuelle Auseinandersetzung und plötzlich sind sie nicht mehr da, dann müssen sie sich daran gewöhnen, da kommt keiner und klopft an die Tür und sagt, hier, was machst du? Ich möchte das und das. Aber ich denke auch, man studiert Kunst, um überhaupt rauszufinden, ob man damit weitermachen will oder nicht, weil es ist ein schwerer Job, so, ne? Man muss sich jeden Tag neu empfinden und man muss auch so viele Sachen machen. Man muss irgendwie mit Leuten gehen können. Also es reicht einfach nicht, im Studio zu sein und irgendwie eben Arbeiten zu machen. Es ist irgendwie viel, viel komplizierter. Es ist natürlich ein hartes Geschäft. Eine ziemlich einsame, letztlich auch eine ziemlich einsame Angelegenheit, weil es wird ja keiner, du erwartest ja nicht, dass jemand Künstler wird. Das ist ja eine Entscheidung und dann ist es auch eine Selbstbehauptung. Und dann hat es natürlich schon eine gewisse heroische Dimension. Ja? Ob gut oder schlecht, einfach ist existenziell. Zurück im Büro in der Kurfürstenstraße. Also ich schreibe hier drauf, sehr wichtig. Und sofort kommt hier die Antwort. Ja. Imke Itzen, Königs Assistentin, kümmert sich nicht nur um den Terminkalender. Should pay immediately. König nennt sie gelegentlich auch seinen Boss. Heute hat er noch eine Verabredung mit einer Künstlerin, mit der ihn viele Projekte verbinden, Aisha Erkmann. Ich glaube, dass Aisha Erkmann besonders interessant ist, weil sie sehr souverän das macht, was sie macht, ohne sozusagen einen dezidierten Stil zu haben. Sondern es geht immer darum, zu überlegen, warum und weshalb
ist es sinnvoll, dieses oder jenes zu tun? Und da ist sie sehr verbindlich, aber total kompromisslos. Charlottenburg. Ayşe Erkmen lebt im alten Berliner Westen. In der Türkei studierte sie Bildhauerei. Nach Berlin kam sie zum ersten Mal auf Einladung des Deutschen Akademischen Austauschdienstes. Ayşe? Hallo. Kennengelernt haben sich die beiden Anfang der 90er, kurz nach dem Mauerfall. Ich weiß, wie wir uns kennengelernt haben. Ich glaube, du warst in der DAAD-Jury, durch die ich nach Berlin kam. Heute soll es 30 Grad warm werden. Schöner Raum, schattig. 1996 lud König Ayşe Erkmen ein, eine Arbeit für das Heizkraftwerk Berlin-Mitte zu konzipieren. Die Idee für die Bänke entwickelte sich aus der Überlegung, dass das Kraftwerk den Bezirk heizt. Und die Bänke, die ich gemacht habe, werden mit der gleichen Energie geheizt wie das Viertel. Im Winter und im Sommer ist Pause. Ich wollte, dass diese Bänke, die wir später sehen werden, im selben Rhythmus funktionieren wie der Bezirk. So wandelt sich ihr Charakter vom Kunstwerk zu einer normalen Bank. Damals bestand mein Hauptinteresse darin, den Fluss, seine Ufer, wieder zu einem öffentlichen Ort zu machen. So wie vor dem Krieg während der Weimarer Republik. Die Arbeit gehört zu meinen besten Werken. Sie funktioniert von selbst. Doch die Menschen können sie nicht sehen. Man muss einen Termin machen. Es ist ein echtes Dilemma. Im 20. Jahrhundert wurde ein heldenhafter Kampf für die Autonomie der Kunst geführt. Der zwar erfolgreich, aber gleichzeitig auch ein merkwürdiger Sieg war. Denn heute gibt es jede Menge Kunst nur innerhalb des Kunstbetriebs, innerhalb des Systems. Wie also kann man Eigenständigkeit wieder gewinnen, wenn man sie schon gewonnen hat? Und wenn es niemanden gibt, der Kunst in Auftrag gibt, so wie es einst die Kirche oder der Kaiser tat, muss der Künstler sich seine Aufträge selbst geben. Er muss bestimmen, was nützlich ist, was gebraucht wird. Und das nicht im utilitaristischen Sinne, sondern auf symbolischer Ebene. Und ich finde, dass es Ayşe in den vergangenen 25, 30 Jahren geradezu meisterhaft gelungen ist, diese Rolle immer wieder neu zu definieren. Und jedes Mal, wenn ihr das gelungen ist, ist sie den Weg nicht einfach weitergegangen. Sie hat immer wieder neu begonnen. Ah, sehr gut, das Taxi ist da. Die müssen uns sagen, wo wer sitzt. Ayşe Erkmen und Kaspar König auf dem Weg zum Heizkraftwerk Berlin-Mitte. Das Gebäude ist ein totaler Misserfolg, von Gropius entworfen. Es hat einen sehr guten Laden. Wenn man etwas sucht, kann man dort günstige Sachen finden. Es gibt da ein perfektes Geschenk. Ein Korkenzieher mit einem Griff aus Kork. Es gibt dort wirklich gute Sachen, gutes Design. Das ist mein Privileg, nichts zu kaufen. Wirklich? Du kaufst nichts? Für niemanden? Vielleicht, wenn ich jemandem etwas schenken möchte. Aber für mich selbst kaufe ich nicht gerne ein. Für dich selbst? Jedenfalls im Allgemeinen.
Ich habe mir einen dreimonatigen Kaufstopp verhängt. Nichts zu kaufen. Also kaufe ich Lebensmittel. Ich kaufe alle möglichen anderen Sachen. Bill Copley hat mal gesagt, Frauen haben Shoppingmuskeln. Das ist alles so durchschnittlich, trotz all der berühmten Architekten. Aber irgendwie gefällt es mir auch. Es sieht aus wie eine Computerzeichnung. Und es ist erstaunlich, wie neu das alles aussieht. Als sei es gerade erst gebaut worden. Es sieht nicht real aus. Das hat sich natürlich jetzt durch den Mauerfall enorm verändert. Das ist jetzt mitten in der Stadt. Genau, es ist zum Wall came down. Now it's in the center of town. Before it was a kind of... Und es ist so teuer geworden. Okay, da ist das Haus. Richtig? Ja, in the ja, an der Ecke. Da, wo die grüne Markise ist, das ist wichtig. This is a very special, es handelt sich hier um eine ganz besondere Vergangenheitsform im Türkischen. Was man hier sieht, sind alles Suffixe. Für sich allein bedeuten sie nichts. Man muss ein Verb voranstellen. So redet man über etwas, das man selbst nicht erlebt hat. Man weiß also nicht, worüber man redet. Es handelt sich um eine spezielle Zeitform, die man auch Geschichtenzeit nennt. Es ist eine sehr schöne Zeitform. Sie macht die Sprache sehr weich, unbestimmt, als wäre man in einem Traum, sehr poetisch. Ich wollte etwas Spitzfindiges für die Türken hier machen. Das fehlt oft. Es geht immer nur um die Basics. Schönen guten Tag, König. Funke, ich bin der Kraftwerksleiter hier. Herzlich willkommen bei uns. Naja gut, die ist nach St. Petersburg gekommen. Hätte sie ja auch tun können. Das ist eigentlich die Tragik der Stadt Berlin, ist nicht durchzusetzen, dass der Leinpfad entlang des Flusses für alle zugänglich ist. Ich hatte auch zwei, drei Treffen und habe also auch die SPD-Leute beschimpft und habe gesagt, sie setzen sich überhaupt nicht für das Gemeinwohl ein. Also es geht auch nicht darum, sozusagen den öffentlichen Raum zu besetzen, sondern ihn nutzbar zu machen. Und die ersten Monate war das offen, auch in der Hoffnung, dass das geschehen würde. Und wenn es hier nur ein Korridor ist, das Ding, die Kette muss weg, man geht da entlang. Eigentlich habe ich diese Bänke gemacht, damit die Leute vor dem Heizkraftwerk Rast machen, sich hinsetzen und die Wärme spüren können, die von dort kommt. Und sie sehen schön aus, weil sie funktional sind. Das sind Radiatoren. Radiatoren. Da strömt heiße Luft durch. Man muss das in einem urbanen Kontext sehen. Das war der Gedanke der Architekten des Programms. Dort fährt die Bahn. Dann ist da der Fluss. Und an dem Fluss kann man spazieren, sich hinsetzen und die Schiffe vorbeifahren sehen. Die Idee war, der Bevölkerung zu zeigen, dass das Kraftwerk eine Funktion für die Gemeinschaft hat. Die Bahn hat eine Funktion. Der Fluss dient als Transportweg. So ist alles eins. Aber gleichzeitig ist jedes für sich auch anders und besonders. Es geht darum, wie man die Stadt deuten, ihr einen Nutzen geben und sie interessant machen kann. Wie man den Menschen in der Anonymität der Masse eine eigene Identität verleiht. Es ist sehr schön, hier zu sein. Doch es macht mich sehr wütend, dass es nicht möglich war, diese Idee fortzuführen.
Das ist gut. Griechen in Berlin. Griechen in Berlin.